also the murder. You're kidding me. A murder? An old-fashioned murder. You'd probably love the details, but sadly I don't know very much. What? It's old history, really. Although it caused quite a stir there in Rothbury. It seems the owner, James Blackwood, I think, went mad and killed his wife. I do remember the date, though. May 1963. James Blackwood, according to the stuff I've been reading. Oh, so you're already turning the place upside down? Ich soll mal hoch auf den Dachboden gehen und Zeitung lesen? Ja. Stimmt. Also wir haben uns auf jeden Fall irgendwie... Obwohl, ich weiß nicht, wenn der Typ das aufgestapelt hat, dann wird er wahrscheinlich nicht Zeitung sein von dem Tag, an dem er seine Frau umgebracht hat, oder? Ich weiß nicht. Gucken wir von nach. Also jetzt haben wir ein Datum bekommen. Ja. Weil das leckt, wir haben keinen Speicherplatz mehr. Ja? An der Stelle kurz Pause. Okay, vielen Dank, Bisasam. Und er ist Fleischsaft. Yay. Und es wird immer wieder gruselig. Wir probieren es jedenfalls. Ja, wir müssen eigentlich das Licht hier ausmachen, aber dafür sind wir zu faul. Ich weiß nicht, du bist näher dran. Okay, da waren wir. Genau, hier haben wir gerade telefoniert. Der meinte ein Mörder im Haus früher und hat uns das Datum gegeben. Ah, okay, genau, Zeitung und so. Richtig. Und hier hat es angefangen zu laggen. Weil wir keinen Speicherplatz mehr hatten. Ja. Das haben wir jetzt behoben, Gott sei Dank. Es geht, ja, haben wir. Ja, wir haben genug, wir können stundenlang aufnehmen. Meinst du? Jo. Wohin mussten wir jetzt? Dachboden, Zeitung. Zeitung. Dass du dich ja noch auskennst, ey. Hab's alles vergessen. Ich hab einen guten Orientierungssinn. Hast du noch im Wald gespielt früher? Ich hab viel im Wald gespielt früher, wirklich. Wir hatten da immer so einen Fluss und da haben wir immer richtig cool. Das war cool. Hast du echt? Ja. Okay. So, was sucht der hier? I looked the date that Jerry told me and found an interesting article. Lesen! Den kann ich von hier gar nicht lesen. Terrible news shocked the community of Rothbury. Mr. James Blackwood, distinguished resident of this town and a widely acknowledged construction engineer, was accused of murder yesterday by Miss Eva Mariani. Okay. Might of the Blackwood family. Okay, zusammenfassend, der ja. Typ, der eigentlich voll angesehen war und eine coole Konstruktorsau, wurde angezeigt von seiner Haushälterin, dass er übelst der Mörder ist. Also, ja, das war halt der Haushälter hier, ne? Die Frau war die Haushälterin. Ja, aber er war hier so der Obermacker. Er war der Besitzer, nicht ja. Der Haushälter. Er ist der Mann. Ja, ich meine, das Ding heißt auch Blackwood Männer oder was. Echt? Woher weißt du das? Hat er das nicht am Anfang gesagt? Ich habe keine Ahnung. Okay. Aber das war der verrückt geworden ist, ja. Und der da übelst ja. Die Brücke gebaut hat. Der übelste Konstruktormann. Okay, soll ich weiterlesen? Auf jeden. Wo waren wir denn? Blackwood, ja. While the nature of this situation is of the most unusual given that Mr. Blackwood is a highly respected gentleman, Miss Mariani, an Italian immigrant and aspiring photographer. Oh. Ah. Affirms to having a photograph that supports this accusation. Also da hat gar nicht ein Mädchen so gewohnt, da hat die Maid gewohnt. Ja, und die war Fotografin. Ja, das passt also in diesem Raum. Ich glaube, ihr wisst, wovon wir reden. Zitat von ihr. I knew no one would ever believe me, so I took a picture of him, she says. I was supposed to be in town during the afternoon, but I didn't have the need to. I mean, I didn't have any errands to do, so I was in my room and saw this shadow out in the garden. When I glanced through the window, I couldn't believe my eyes. The lady. Oh God. The sole thought of it sends shivers down my spine. The photograph in question is in possession of the authorities, and it has been revealed that it clearly shows Mr. Blackwood burying a shape in his garden. Okay, warte, ich fass mal kurz zusammen. Ja, mach das. Frau, also Haushälterin, übelste Fotografin, hat einen Tag lang, ist sie nicht in die Stadt gefahren wie normal, sondern hat einfach gechillt bei sich im Zimmer und hat dann gesehen, oh, da draußen da vergräbt ja mal übelst einer irgend so ein Ding. Und hat dann gedacht, scheiße, da mache ich ja mal ein Foto von und gebe das einfach mal den Autoritäten, damit die mal den Typen da irgendwie checken. Voll, weil ihr keiner glaubt. Ja, ja nur, genau, nur weil eine sie ja eine Italienerin so. Ist. Ja. Und wir alle wissen, dass Italiener lügen. Die lügen ohne Ende. Ah, okay, wo war ich? We can almost confirm that the shape is a body, says Police Chief William Bailey. But even if the image is not clear, this alone with Miss Mariani's statement is enough to open a serious case against Mr. Blackwood. Police officers are already
heading to the Blackwood Manor as we speak. Ja, sie kontrollieren ihn halt. Jetzt ist er übelst gefuckt. Er ist übelst am Arsch, nur wegen der Italienerin. Und die Haus... Oh, nee. Echt, warum hat er ihr ein Fotoapparat gekauft? Echt, ne? Up until this accusation, it was believed that Mrs. Catherine Blackwood was on a trip. According to the information we received from the school where she teaches. The police chief continues. A notice was sent to the teacher's department which stated that Mrs. Blackwood had to leave on a sudden trip and that she would make use of her license to do so. Miss Mariani's, also die Maid, accusation puts Mr. Blackwood in a very compromising situation. Even if we can't find anything in the garden, he has a lot of explaining to do. Ja, er ist am Arsch. Er ist am Arsch. The efforts of Dr. Christopher Milton, one of Rothbury's most respected doctors and long-time friend of the Blackwood family, to minimize the facts have been unsuccessfully, and the news is the subject of discussion throughout the whole town. Hundreds of rumors are crossing the land. Theories range from plausible and well-conceived to wild and crackpot ideas. But the question that keeps lingering in everybody's mind, for which the answer has yet to be found, is why would a wealthy and educated man cold-heartedly murder his wife after 30 years of marriage? Okay, also ja, der ist übelst Gerüchteküche am Kochen, weil natürlich alle so denken, so, what the fuck ist passiert und warum zum Teufel hat der Typ nach 30 Jahren seine Frau abgeschlachtet? Und was lernen wir daraus? Gib niemals deiner italienischen Maid einen Fotoapparat. Lass sie malen. Stell dir mal vor, wie lange es gedauert hätte, bis sie ein verficktes Bild davon gemalt hätte und niemand hätte ihr geglaubt. Wie jetzt? Egal, Mann. Das kennen wir doch alles schon. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen... Haben wir die Zeitung mitgenommen? Ach so, warte. Nö. No. Was haben wir da eigentlich alles? Wir haben Kugelschreiber. Kugelschreiber. Ich würde mal sagen, wir gehen mal übelst ins Zimmer jetzt. Das von der Frau? Ja, auf stimmt, von der Fotografin Frau. Ich meine, wenn die ein Bild hat... Irgendwo, wo das hat sie... Ah, egal, wir gucken einfach mal nach. Auch wenn sie das den Authorities ja gegeben hat, irgendwie, keine Ahnung. Irgendwas wird da schon sein. Wo, weißt du noch, wo das ist? Ja, okay, hinter der Küche. Ja, du hast recht, stimmt. Ergibt auch Sinn, weil sie ist die Haushälterin und so. Aber wo ist die Küche? Da. Nein. Na, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo die Küche ist. Ja, das ist die Küche. Wie gut ich bin. Wie krass schnell du das erkannt hast. Also so schlecht kann deine Orientierung echt nicht sein. Doch, meine Orientierung ist echt unglaublich schlecht. Na gut. Das ist das Zimmer. Das ist hier, Fotoapparat. Fotoapparat. Die aufgeninjerte, nee, das ist die gar nicht. Das ist die gar nicht. Da. Das ist sie. Ja, das hatten wir schon mal. Die können wir uns aber auch nicht angucken. Die haben wir schon gesehen, aber das sind die nicht, oder? Ne, ich glaube nicht. Da sieht dann irgendwo irgendwen, der irgendwas verbuddelt. Alter, das ist scheiß Brisezeug, hat mich schon übelst erschreckt gerade. Es ist immer noch kein Brise One Touch. Was ist es denn? Das ist, ich weiß nicht, was es ist. Aber bei Brise One Touch musst du ja selber raufdrücken. Ja, das ist das halt Ding Brise ist Auto. Automatisch, oder was? Ja, Brise Autotune. Autotune. Haben wir das Bild da rechts gesehen? Ist das da rechts irgendwas? Was, das hier? Ja. Nö. Das bleibt unkommentiert. Okay. Ist das hier das Fenster? Geht das nicht zur Küche? Ist da nicht die Küche? Nein, die Küche ist da. Von da kommen wir. Ah, okay. Alter. Okay, jetzt glaube ich dir. Jetzt glaube ich dir mit deiner Orientierung, ey. Ist das eine Frau oder ein Mann? Das ist, glaube ich, eine Frau. Oder mit einem sehr kleinen Penis. Oder eine Frau ohne Brüste. Ein Hermaphrodit. Was? Ein Mischwesen. Das hier sieht ein bisschen aus wie... Wo? Nee. Das würde der Polizei nicht reichen. Aber das stand da auch, dass das nicht reicht, oder? Doch, da stand, dass es... Also, selbst wenn es nicht reicht, dann muss der Typ trotzdem erklären, wo seine Frau ist. Ah. Okay. Ein rotes Buch. Der Fotografer, irgendwas. Practical Photographer. Das kann man sich aber nicht weiter angucken. Und was wir haben war was das mitgenommen.